crazy times, Zeitenwende, auch in der Gesundheitspolitik, in ein paar Einblicke in das politische Geschäft zu geben. Zu meiner Person, ich bin seit 38 Jahren Akteur und Berater in der Politik, seit 30 Jahren im Gesundheitswesen, bin eigentlich Diplompädagoge, habe Soziologie, Psychologie und Pädagogik studiert. Mein Anfang, ich sage immer gern meine Parteizugehörigkeit dazu, bin wahrscheinlich der Einzige, der hier grüne Mitgliedschaft hat. Mein Berufseinstieg war dann eigentlich nur 1,5 Jahre bei der Volkshochschule. Danach war ich 4 Jahre Geschäftsführer der Grünen in Baden-Württemberg. Es war zu so schönen Zeiten wie Volkszählungsboykott und Tschernobyl. Also mittendrin habe sozusagen dieses ganze politische Geschäft vom Anfang an miterlebt und sozusagen das Wachstum der Grünen ist ja gleichzeitig auch die, sage ich mal jetzt etwas mit dem ironischen Unterton, die Selbstaneignung der Gesellschaft durch die Politik. Insofern habe ich das immer begleitet, habe dann aber später immer in Kommunikationsagenturen gearbeitet. 2001 bin ich nach Berlin und bin stärker in dem Lobbybereich. Der Unterschied zwischen mir und vielen meiner Parteikollegen ist, dass ich eigentlich nie eine politische Karriere machen wollte und mir, glaube ich, deswegen auch einen distanzierteren Blick auf das ganze politische Geschehen bewahrt habe. Am Wochenende, als ich mir überlegt habe, was sage ich hier eigentlich, blätterte ich dann durch die Zeitung und das Thema, was alle in Berlin beschäftigt zu sagen, inzwischen haben wir ja schon 2 AfD-Mandatsträger und alle denken sich, wie kann das denn nur sein, wenn wir uns doch um alles kümmern, dass jetzt die AfD irgendwie auch vor Ort dran ist. Das ist sozusagen die Wut der Mitte. Ich kann das durchaus verstehen manchmal. Da fragen sich alle Medien. Auf der anderen Seite gibt es dann noch einen Krieg in der Ukraine und viele andere Sachen. Das Klima hört ja auch nicht auf. Insofern stellen sich viele Menschen die Frage, wie geht es eigentlich alles weiter? Dann mein Parteikollege Robert. Gut, da muss ich Ihnen nicht mehr viel sagen, weil Sie selber wissen, dass ein ambitioniertes Programm, wahrscheinlich würde jeder von ihr sagen, okay, wir müssen das mit dem Klima vernünftig angehen. Aber vernünftig angehen heißt ja nicht, dass man sozusagen Programme beschließt, von denen man schon am Anfang weiß, dass es die Installateure nicht gibt und zum Zweiten, dass die Wärmepumpe nicht die Lösung aller Heizungsprobleme ist. Insofern zeigt sich da schon die Grenzen. Und wenn man dann auf die anderen Parteien hofft, dann hat am Wochenende das Präsidium der CDU dann auch was verabschiedet, weil man muss sich ja jetzt profilieren. Und das ist ein 10-Punkte-Programm. Das 10-Punkte-Programm heißt erstens Entlastungsoffensive für die Mittelschicht, zweitens Eigentumssicherung für das Elternhaus, drittens Belastungsmoratorium für Unternehmen, viertens Hightech-Agenda für Deutschland, fünftens Energieversorgung gesetzlich sichern, sechstens Klimaschutz statt Klimasäber, 7 Fachkräftezuwanderung statt unkontrollierten Migration, 8. Null Toleranz gegenüber Kriminellen, 9. Frauen besser vor Gewalt sitzen, 10. Umsteuern in der Verteidigungspolitik. Alles schön, alles gut. Was bedeutet es eigentlich alles? Politik hat sich längst zu einem Versprechenswettbewerb entwickelt, wo sozusagen jeder den einen anderen übertreffen muss. Und bei der CDU, da nickt ja auch jeder mit dem Kopf zu sagen, alles richtig, aber jeder fragt sich dann, und wie will er es denn machen? Der Heils- und Heilungsversprechen sind viele, die sind vielleicht unterschiedlich auch, aber die Frage stellt sich, wer soll das alles ändern? Und wie? Jetzt kommen wir zur Gesundheitspolitik. Herr Lauterbach ist ja wahrscheinlich der erste Politiker, der sich selber ins Amt gewählt hat. Ich hätte vorher, also war in Berlin, war es irgendwie völlig klar, dass Herr Lauterbach nicht Minister wird, weil sozusagen keiner mit ihm arbeiten wollte.
Ich selber habe mich immer mit ihm unterhalten und fand es wirklich interessant. Er hatte ein Buch geschrieben über die Krebsindustrie und dass die Krebsindustrie nur Geld verdienen wollte. Ich hatte das Buch tatsächlich gelesen, traf ihn dann und wir kannten uns nicht. Sag ich, Herr Lauterbach, ich habe Ihr Buch gelesen. Das fängt ja mit einer steilen These an, dass Sie so sagen, nur, dass die ganze Pharmaindustrie nur Geld verdienen will. Aber je länger man liest, und er hat wirklich, der liest ja die Studien tatsächlich immer, je länger man liest, desto mehr löst sich eigentlich diese These auf. Dann sagt er, ja, ging mir auch so, war Work in Progress. Das hat mir schon viel, also das hat mir sozusagen schon etwas über ihn erzählt. Er ist eigentlich ein Experiment, das muss man schon sagen. Sozusagen, Evidenz heißt Evidenz bei Lauterbach. Wenn er die Studie gelesen hat, dann ist es so. Insofern, er macht schon vieles anders als seine Vorgänger. Er hat sich auch ein neues Beratergremium gesucht. Höre ich lustige Sachen aus dem Beratergremium. Also stellt es auf. Und was jetzt sozusagen das Ministerium tatsächlich anders macht, es dringt nichts nach außen. Dann gibt es Eckpunktepapiere. Dann geht die Schlacht los, dann wird es aber ziemlich schnell alles durchgezogen und dann kommt irgendwas raus. Also er will viel ändern, nie hatten wir so viel Gesetzgebung wie heute und wir setzen ja auf einem hohen Niveau an, weil Spahn auch schon tätig war, ziemlich tätig war. Und jetzt schauen wir mal, was es denn so gibt. Also jetzt die drei Gesetze, Gesetz zur Einrichtung einer Stiftung, unabhängige Patientenberatung, das gibt es schon, weil die Frage immer mit Patientenberatung zu sagen, viel zu undifferenziert mit umgegangen wird. Arzneimittel, Lieferengpässe, Bekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz, lässt man sich auf der Zunge zergehen. Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz, so, die sind schon durch. Dann haben wir drei Gesetzentwürfe, die eigentlich sind sie noch gar nicht veröffentlicht, aber irgendwie hat es schon jeder. Digitalgesetz, Gesundheitsdatennutzungsgesetz und Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, die jetzt sozusagen kurz vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden. Im Moment noch als Referentenausschuss. Zwei Sachen, also Digitalgesetz und Gesundheitsdatennutzungsgesetz, wenn die so durchkommen, würde ich immer sagen, das wird der einzige Erfolg, der größte Erfolg dieser Regierung sein, weil sozusagen das von den Grünen mitverschuldete Datenschutz, der Datenschutzwahnsinn der Deutsche, wird dadurch abgeschafft, wahrscheinlich nicht, aber wirklich also in vernünftige europäische Kanäle gebracht mit dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, da schauen wir mal. Und dann gibt es die Krankenhausreform, das lesen Sie jeden Tag in der Zeitung, das ist sozusagen als revolutionär gestartet, als Bettvorleger gelandet. Weil von Anfang an irgendwie klar war, dass er die gar nicht machen kann. Es ist immer klar, dass die Bundesebene immer nur was machen kann, wenn es Geld mitbringt. Jetzt weiß man ja, Geld gibt es keins, weil Lindner keins ausgibt. Insofern führen ihn die Länder an der Nase herum. Und meine These ist, er will halt einfach nur noch sagen, es gibt eine Krankenhausreform. Inzwischen gehen die Kliniken auch pleite, das muss man jetzt sagen, weil das fängt ja erst maximal an nächstes Jahr oder dann übernächstes Jahr zu wirken. Und bis dahin sind tatsächlich einige Kliniken, also viele Kliniken insolvent. Insofern wird sich da auch die Lage bereinigt haben. Und dann ist für diese Legislaturperiode noch geplant, ein Pflegestudiumstärkungsgesetz, eine Reform der Physiotherapie, eine Reform des Medizinstudiums, ein Bürokratieentlastungsgesetz, ein kontrollierte Cannabisabgabe an die GKV-Finanzierung, aber da wissen wir schon, wohin das läuft. Sie werden die Beiträge erhöhen. Reform der Notfallversorgung, ich glaube, da wird schon seit 10 Jahren darüber diskutiert, der GBA schon des Öfteren, aber es ist eigentlich noch nie was passiert. Und dann gibt es noch ein Versorgungsgesetz 2, wo man unter anderem regeln will, dass möglichst wenig Investoren in das Gesundheitssystem reinkommen, weil ja die Ärzteschaft da dagegen ist. Was heißt das alles für uns? Offensichtlich hat sich ganz schön viel gesundheitspolitischer Regelungsbedarf angesammelt. Die Frage ist allerdings, kann das wirklich so geregelt werden? Gucken wir uns die Lage an.
gesundheitspolitischen Risiken Nummer eins die Demografie. Da hat Klaus Dieter schon das Entscheidende gesagt. Hier sehen Sie die Linie von 1950 bis 2030. Die gepünktelte Linie ist die bis 20 Jahre und die andere ist über 60 Jahre. Also das vertauscht sich und von 20, das Verhältnis derer, die Beitragszahler sind, von 1950, da haben 100 Beitragszahler 16 Rentner bezahlt. 91 waren es 23, 21 sind jetzt 37 und 2030 werden es 47 sein. Also die Dimension können Sie alle abschätzen. Es verkehrt sich extrem, weil natürlich die ganzen Babyboomer in Rente gehen. Bei den Ärzten und Pflegekräften ist es ähnlich, weil die ja auch Babyboomer sind. Das heißt, ein Drittel der Allgemeinärzte nur als Beispiel sind über 60 Jahre. Das heißt, es wird bald ein Drittel der Ärzteschaft fehlen. So, mit der jungen Generation haben wir gehört, wie das Studium ist. Ist es so, dass die eigentlich alle nicht als Niedergelassene arbeiten wollen, weil sie überhaupt nicht vorbereitet sind auf das betriebswirtschaftliche Thema, dann wollen sie nicht aufs Land gehen. Und dann wollen sie, weil das ja überwiegend Frauen inzwischen sind und an Frauen auch noch die Kindererziehung überwiegend hängt, wollen sie Teilzeit arbeiten. Insofern wachsen gar nicht so viele nach. Und dann ist 50% der Studienabgänger arbeiten überhaupt nicht in der Krankenversorgung, sondern bei Versicherungen, in der Pharmaindustrie oder so weiter. Das heißt, wir werden ab sofort haben wir mit einem massiven Fehlen von Ärzten überhaupt zu tun. Und das Dritte ist Geld. Wenn weniger Leute einzahlen, weil wir insgesamt auch weniger Erwerbstätige haben, ist weniger Geld vorhanden. Aber wie man sieht, obwohl immer von Knappheit der Kassen die Rede ist, sind die Gesundheitsausgaben ständig gestiegen. Und ich glaube, inzwischen sind wir bei 12% des Bruttoinlandsprodukts. Und es ist auch gar nicht abzusehen, dass es weniger wird. Aber man wird darüber diskutieren müssen, wie man damit umgeht inzwischen, weil sich die Gesundheitsausgaben von 92 bis 22 verdreifacht haben und sich das nicht einfach so fortschreiben lässt. Auf der anderen Seite gibt es immer eigentlich auch Chancen. Wir wissen alle, dass wir in einer Zeit unfassbarer Erkenntnissprünge sind, nämlich Digitalisierung, Gendiagnostik und Therapie, Impfstoffentwicklung, neue Diagnose- und Therapieverfahren, Gesundheitswissen und Selbstbewusstsein auch der Patienten. Also da hat sich ganz viel geändert. Und was heißt das jetzt alles? Meine These ist eigentlich, die meisten Herausforderungen sind seit 30 Jahren oder seit 20 oder mindestens 10 bei den DRGs bekannt. Dass die DRGs die Wirkung haben, die sie im Wagen haben, das weiß man einfach. Die Politik ignoriert jede Frage so lange, bis sie sich ganz oben auf der Agenda wird. Also ganz plastisch gesagt, wenn ich die Welt dauernd retten will, dann muss ich mich auf die Welt konzentrieren. Dann gibt es sozusagen weltweite Probleme, dann gibt es noch ganz große Probleme, bis dann auch wieder die Einzelfragen auf das Tablett kommen, dauert es eigentlich. Und die jahrelang unzureichende Tätigkeit wird durch hektische Oberflächenaktivität kompensiert. Und in der Phase sind wir jetzt alles. Wenn sich nicht alles ändert, ändert sich alles nichts. Meine Aufgabe, und da glaube ich, treffe ich mich auch mit Klaus Dieter, ist immer, dass ich sage, man müsste mal anfangen, dieses Gesundheitswesen anders zu denken. Weil das ist ja, Politik, muss man wissen, ist ja vor allem der gesetzliche Gesundheitsbereich, also nicht der PKV-Bereich, der wird ja, wissen wir ja, Lauterbach will ihn gern abschaffen, die Grünen wollen auch gern abschaffen, glaube ich, alle schielen nur auf das Geld, was wir dann einmal kurzfristig haben, es würde nichts ändern. Und man muss nicht über die unangenehmen Fragen reden, das ist ja auch immer schon hilfreich in der Politik.
man müsste eigentlich darüber diskutieren, wie kriege ich das SGB V und andere gesetzliche Regelungen, die sehr klar festschreiben, wer auf welche Weise was zu tun hat und wofür so viel Geld, also wie viel Geld kriegt. Und es wird dann geregelt und dann gibt es noch eine unklare Zuständigkeit von Bund und Länder und dann spricht der gemeinsame Bundesausschuss mit. Und im gemeinsamen Bundesausschuss hocken nur die drin, die sozusagen als Repräsentanten der Berufe, die das Geld kassieren, drin sind. Das heißt, die wollen alle keine Veränderung. So wird man das Gesundheitswesen nicht aufstellen. Ich glaube, dass man, wenn man nach vorne denkt, nicht also darüber denken müsste, dass man die Strukturen öffnet und einzelnen Akteuren mehr Spielraum lässt, auch Prozesse zu konsolidieren und das, was in allen anderen Gesellschaftsbereichen und in allen anderen Wirtschaftsbereichen stattfindet, einfach auch akzeptiert, dass es stattfinden muss und dass es stattfinden kann und dass die Politik da Regeln finden müsste, wie das zum Nutzen aller und nicht zum maximalen Profit aller stattfindet. Und was, wo dann niemand denkt, was jetzt in den vorherigen Vorträgen ja zu sehen war, es gibt eine Haltung, mit der man gut therapieren kann. Das Zweite ist, man kann gut therapieren, wenn man Teamarbeit macht, aber man muss sich dazu den Prozess von unten ansehen. So, und wenn man sich den Prozess immer nur von oben ansieht, dann sind erst einmal die Krankenkassen das, die wollen sozusagen die Kosten in Griff halten, was legitim ist, aber und dann wird es alles bürokratisch runtergebrochen. Und am Schluss, ich musste lachen, als sie sagen, ja, die hatten nur 10 Rezepte. Wenn man gesetzlich versichert ist, dann kriegt man ja immer nur noch 6. Und wenn die nächste Kostensparrunde kommt, dann sind es auf einmal 5 oder dann werden noch 5 Minuten abgezogen. Also es ist eigentlich eine mangelnde Wertschätzung derer, die da tatsächlich arbeiten. Und erst wenn sich diese Logik umdreht und dass man näher in den Prozess geht, meinetwegen über Regionalisierung und dann muss man auch Digitalisierung mitdenken, dann wird es sich alles ändern. Also man muss lernen, Politik neu zu denken, das Labyrinth der Festschreibungen einreißen, über dynamisches, agiles Government nachdenken, Barrieren beseitigen, Verantwortlichkeiten zuweisen und machen lassen und dann nachsteuern. Aber dazu gibt es im Moment überhaupt keine Überlegungen. Also außer das, was wir diskutieren, was ich so immer diskutiere, aber da gibt es keine Resonanz, weil da müssen immer, also ich verstehe es auch, sind auch alle beschäftigt immer mit den aktuellen Gesetzen. Ich habe viel mit den großen Krankenhauskonzernen gemacht, aber die sind jetzt natürlich auch beschäftigt zu sagen, was heißt das alles für sie, diese unscharfe Gesetzeslage, wo müssen sie optimieren oder wo müssen sie mit den anderen dealen. Was bedeutet aber das für sie und den Versicherungsmarkt? Die Verknappung von Personen und Mitteln führen zum Ende des einheitlich und politisch administrierten Gesundheitswesens. Da redet niemand drüber, aber eher kurz als über lang wird es stattfinden. Selbst bei uns in Berlin ist es so, wenn Sie einen Arzt suchen und gesetzlich versichert sind, tun Sie sich schwer. Also vor allem, wenn es dann ein Facharzt ist. Die Reaktion der Ärzte wird irgendwann sein, dass sich mehr Ärzte entscheiden, dann behandle ich nur noch privat. Das wird das Thema einfach verschärfen, so stark, bis irgendwann die Politik da sich über irgendwas überlegen muss. Wie das aussieht, weiß man nicht, weil würde niemand drüber reden. Also der Zugang zu ärztlichen Leistungen wird exklusiver. Auf der anderen Seite heißt es aber auch, dass die Vollkasko-Mentalität, die ja sozusagen alle, nicht alle, also ihre Kunden nicht, aber die im gesetzlich bis versicherten Bereich alle haben, dass die zu Ende geht. Und zwar objektiv zu Ende geht und die Einzelnen lernen müssen, auch selber mit ihrer Verantwortung umzugehen und die Lösungen zu finden, die sozusagen angeboten sind. Es wird also weitere Leistungsdifferenzierung geben, und zwar sowohl für die, die im gesetzlichen Bereich versichert sind, als auch die, die im privaten Versicherungsbereich sind, weil die wichtigste Frage wird sein, wie generiert das System
weiteres Geld. Und dann kommt es darauf an, gibt es kluge Lösungen oder gibt es weniger kluge Lösungen. Und Versicherte benötigen Beratung und Begleitung. Und das ist das, was ihre Chance ist, zu sagen, sich selber auch zu orientieren und zu gucken, wie entwickeln sich die realen Leistungsangebote, wo kann ich meine Kunden unterstützen, wo gibt es neue Versicherungslösungen und welche sind im Interesse unserer Kunden oder ihrer Kunden, sind dann auch sinnvoll und können sie auch ihren Kunden anbieten.